Hallo, mein Name ist Gerhard Oehler. Ich beschäftige mich mit der Börse, Investment und der Charttechnik. Charttechnisch möchte ich mir jetzt den DAX ansehen. Kleiner Rückblick. Ich habe vor einer Woche davon gesprochen, dass wir das Hoch hier gesehen haben und jetzt in eine Abwärtsbewegung übergehen. So ist es auch gekommen. Der erste Zielpunkt war die rote Linie, auch die haben wir gesehen, sind sofort abgeprallt und nach oben und in weiterer Folge sind wir dann nachher durch runtergefallen. Das ist jetzt allerdings der Index, schauen wir uns das lieber besser gleich im Future an. Hier sehen wir das gleiche noch einmal, allerdings etwas andere Linien habe ich hier eingezeichnet. Wir sehen hier die heftigen Reaktionen, also der Abprall, danach das Runter. Hier jetzt das Hoch, von dem ich gesprochen habe, also diese obere Trendlinie, dass wir von dieser Trendlinie, wie gesagt, abgeprallt sind durch diesen zentralen Bereich, wo ich intraday immer wieder gesprochen habe, den müssen wir durchbrechen und dann nachher nach oben hin kurzfristig abprallen und dann runter. Das kann man auch so schön sehen und auf Twitter, wo ich immer wieder den Trade des Tages dokumentiere. Hier diese Bewegung, die ich ja vorher angekündigt habe, hier der Text und so weiter im Skype-Chat, dass wir eben nach oben hingehen und das ist der ideale Short-Einstieg, um eben runterzufallen auf die rote Linie. Also hier der Short-Einstieg runter auf die rote Linie. Und so ist es auch dann nachher gekommen. Hier der Short-Einstieg und runter zur roten Linie und jetzt am Freitag am Abend der Abprall und die Korrektur nach oben. Und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei der Prognose für kommende Woche. Ich rechne damit, dass wir tatsächlich etwas hochlaufen werden. Es kann durchaus in dem Bereich sein, in diesen hart umkämpften Bereich hierher. Das wären allerdings nur noch wenige Punkte, so dass ich eigentlich damit rechne, dass nach einiges an Seitwärtsbewegung wir tatsächlich diese Hochs wiederum sehen werden. Das jetzt ganz einfach einmal so ein. Das heißt, wir haben hier schon eine Bewegung von etwa 150, 200 Punkten. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn der DAX jetzt aufgewacht ist und sogar das Hoch von vor einer Woche wiederum ansteuert. Also ich bin beim DAX etwas bullischer wie beim Dow Jones, dass dieser den Weg nach oben jetzt da angeht. Zeichnen wir das gleich einmal so ein. Ja. Das heißt, wie gesagt, die Long-Chancen sehe ich höher ein als die Short-Chancen, dass wir diese Linie jetzt da sofort brechen. Vielleicht, dass wir noch einmal ranlaufen an diese Linie und erst dann nachher in weiterer Folge durchstarten. Aber auch wenn das so kommen sollte, das Ziel ist nach oben hingerichtet. Klar, wenn wir jetzt da gravierend durchbrechen, vielleicht auf 11.400 darunter, ja dann muss man anerkennen, dass es doch sofort weiter runter geht und zwar nämlich gleich gewaltige 200 Punkte zu dieser Marke nach unten. Und erst dann nachher ja, müssen wir weitersehen. Trotzdem, in erster Linie ist meine Zielausrichtung für kommende Woche, die kommenden Tage auf der Long-Seite und nicht auf der Short-Seite. Schauen wir uns dazu eine Aktie an. Fangen wir allerdings jetzt von der Gewichtung her umgekehrt an. Die Linde-Aktie, die gewaltig rauf runter geht, allerdings nicht so richtig vom Fleck kommt und seit dem Hoch wesentlich stärker gefallen ist oder um einige stärker gefallen ist, sogar wiederum fast unter dem Punkt vom 26. Februar,
Wir erinnern uns, die Indizes hatten, der Dow Jones hatte hier schon bereits das Hoch. Ja. Dann nachher BASF, die zweite Aktie, die ich mir jetzt anschauen will, die sich sehr konform wie der DAX verhalten hat, also das Hoch, allerdings auch etwas stärker gefallen ist wie der Index, wie wir hier sehen. Nachher die Bayer-Aktie. Hier sehen wir auch, dass man hier sich so wie der Index verhalten hat. Sicherlich hier fehlen jetzt dann noch die Kurse von 17:30 bis 22 Uhr, während der Future hier schon mächtig zugelegt hat. Das wird vermutlich am Montag die Bayer-Aktie und alle anderen mit einem Gap nach oben nachholen. Und so ein Gap nach oben ist immer ein bestimmtes Risiko, dass man hier womöglich sagt, okay, gut, jetzt komme ich noch einmal schnell raus, dass hier dann auch ein Abverkauf stattfindet. Also hier die Prognose, dass zwar der Weg nach oben hin ist, aber es vielleicht noch einmal kurzfristig sowas um 9 Uhr aufwärts am Vormittag einen leichten Abgabedruck geben könnte. Die Siemens-Aktie. Sehr viel seitwärts. Hier kommt man scheinbar so überhaupt nicht mehr in Fahrt. Man hat hier bereits das Hoch gesehen. Gegen Ende Februar, 26. Februar. Während der DAX ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, erst am 4. März das Hoch gesehen hat, ist die Siemens-Aktie hier schon auf dem Weg nach unten gewesen. Danach die Allianz-Aktie, die sich sehr marktkonform verhält. Und jetzt da zur höchstgewichteten Aktie SAB. Man sieht hier so schön, dass diese Aktie meiner Meinung nach anzeigt, dass man hier in einer Top-Bildungsphase ist. Das heißt, große Bewegungen seitwärts. Man hat zwar jetzt nicht unmittelbar diesen Abverkauf mitgemacht, sondern stabilisiert sich dann noch. Vielleicht kommt hier sogar ein neues Hoch bei der SMB-Aktie, aber eigentlich geht es ja hier um den DAX. Und diese Aktie trägt aufgrund der hohen Gewichtung, stützt die den Index gravierend. Ja. Okay, Fazit noch einmal. Ich gehe davon aus, dass der Index am Montag eher nach oben gehen wird. Den kleinen Umweg nach unten könnte kommen, muss nicht kommen. Man sollte hier eher die Long-Seite suchen und nicht die Short-Seite, wenn es tatsächlich diesen Umweg nach unten gibt, nachkaufen mit dem Stop-Loss allerdings unter 11.400 Punkten im Future. Und ja, auch konsequent verkaufen, weil es kann dann auch tatsächlich tiefer runterfallen, was ich allerdings nicht annehme, wohlgemerkt. Das Letztere waren jetzt schon mehr so Handelsempfehlungen, was ich eigentlich nicht machen möchte, sondern eher hier mögliche Marken benennen. Apropos Handelsempfehlungen, dazu muss ich auf meinen Skype verweisen, meinen Skype-Chat, wo jeder eingeladen ist, eine Probewoche sich anzuschauen, Skype anzumelden, sich bei mir zu melden, die App aufs Handy oder auf den PC zu geben. Und ganz einfach zuzuschauen. Man kann dann natürlich selbst Fragen stellen. Es gibt einen eigenen Gruppenchat, in den ich euch dann nachher einlade bzw. einbinde und ihr ganz einfach zuschauen könnt, was andere meinen, was andere User, erfahrene User im Chat für Vorschläge bringen. Ich versuche stets meine Vorschläge kombiniert mit Charts unterzubringen, was ich sehe. Den Trade des Tages poste ich meistens auf Twitter, beziehungsweise eine Zusammenfassung, das war jetzt davon Dow Jones am Freitag, das letzte.
was ja relativ gut gepasst hat. Ja. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like bzw. einen Kommentar und vergesst nicht, drückt die Glocke, so versäumt ihr auch keine zukünftigen Videos. Okay, schönes Wochenende.